Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Wieder mit Pulitzer. Guten Tag. Und wir schwingen uns mal wieder, wie gewünscht, in die Lüfte. Da wir keine genauen Vorgaben erhalten haben, haben wir es gedacht, das Ding haben wir schon ewig nicht mehr geflogen. Die kleine Spaßkiste hier. Ja, Doppeldecker mit 20ern. Und Raketen, wobei mit den Raketen habe ich glaube ich noch nie irgendwas getroffen. Ja gut. Flugzeuge, wenn dann Bomber. Na gut, für was anderes kannst du ja auch nicht benutzen. Für Boden sind die zu klein. Oder? Die haben 60 mm Pin. Oh, gut. Wusste ich auch nicht. Die geile Lackierung bei mir gesehen? Nee. Ja, nee, machen wir ein bisschen langsamer. Flieg grad ein Hot Rod. Ich flieg nach rechts an dir vorbei. Aber recht klein, oder? Hä? Wie mein? Steakall. Oder habe ich da irgendwie einen Teil nicht mitbekommen? Also die Flammen hast du gesehen, oder? Ja. Ja, die sind von dem Event gerade. Ah, okay. Ach, übrigens, ich habe gestern meine 6 Kills geschafft. Nice. Mhm. Naja, ich hatte 9. Manchmal läuft's. Aufgenommen habe ich es leider nicht. Bin ich total Rampage gegangen mit dem. Was habe ich denn die meisten Kills gemacht? Ich glaube tatsächlich mit der Asu. Die Möhre ist ziemlich nice. Das Problem ist halt, du kannst sogar von MGs weggenutzt werden. Ja, wurde ich auch. Und alter Falter, wie das Ding von der Wirbel, wenn zerschreddert wird. Ja. Da zerplatzt ja die ganze Kiste, ey. Ja gut, aber das geht nur selbst im T-34 so. Ja, das habe ich leider auch feststellen müssen. Du hast auch Raketen? Ja. Sollen wir mal gucken, ob wir von den Ground Targets ein paar wegnehmen? Ja, aber wir müssen ja trotzdem erstmal in die Richtung. Ja, hier. Ach stimmt, da links sind aber auch noch Gruppe. Stimmt. Motor überhitzt. Also Leute, ich flieg gerne wieder öfter, aber bitte sagt mir dann was. Was ist denn das da für eine Kiste? Leo 451, habe ich ja noch nie gesehen. Französischer Strike-Bomber würde ich es nennen. Ich glaube, der hat nur 2 Mini-Kaliber im GSV vorne. Also ich schätze mal, leichte Bunker kriegst du damit mit einer Rakete klein. Na gut, ich rotze jetzt, glaube ich, mal die Raketen raus und dann hole ich mir diesen komischen Leo. Nee, doch nicht. Ich glaube, die P40 hat da was dagegen und die P38 auch und die Spitfire auch und die andere Spitfire auch. Was? Du meinst die da 30 Kilometer weit weg? Ja, die F2A kommt aber ganz schön schnell. Die holt sich wahrscheinlich jetzt die SB. F2A, kein Stress. Gucken wir mal, was wir machen können. Was Nimmst haben wir denn? Nimmst du die geradeaus, dann nehme ich die hier direkt rechts. Ja. Also ich möchte mal behaupten, dass ich damit nicht treffen werde. Ich habe nämlich noch... Warte mal, was? Du musst ein bisschen off-center zielen, ein bisschen nach rechts oder links daneben. Ich weiß nicht genau, wie schnell die Raketen sind, also ein bisschen Drop auch noch mit einrechnen. Welcher Streifen ist der relevante, der unterste wahrscheinlich, oder? Nein. Also ich fliege immer, keine Ahnung, lass mich üben, 300 Meter ran oder näher und schieße dann auf den ersten Streifen ungefähr. Okay. Die fliegen ganz schön nah zusammen, die Raketen, also so weit aus nach links oder rechts musst du gar nicht zielen. Erste Salve komplett daneben, aber die zweite, eine Rakete und kaputt ist der Bunker. Ich habe aber auch vorne reingeschossen, ich weiß nicht, ob das notwendig war. Wow, okay, bei mir klappt's gerade nicht. Die Flak macht mich hier gerade ganz schön nass. Okay, bei mir will's nicht. Ich hab 'n Ölleck, ich muss jetzt kämpfen gehen. Jo, dann gehen wir kämpfen. Ich wollte steigen, würde ich aber noch.
wollte mich mit der Flak anlegen, aber irgendwie war das nicht so gesund. Flugzeug ist komplett gelb und orange. Willst du zurück? Na, gucken wir mal, wie lang es hält. Das ist aber schlimm. Ich will nicht zurückfliegen. Aber ich bin mir nicht sicher, wie viel ich aushalte. Ja gut, dann fliegen wir nach Osten und legen uns mit den anderen mal an, oder? Alter, kann die jetzt mal aufhören, auf mich zu schießen? Es langt jetzt langsam. Sind das denn auf die... Ach du, von da ganz hinten schießt er immer noch auf dich. Das ist eine Flakstellung, die hat irgendwie an dir was gefressen. Ja, vor allem, was ist denn das für eine Reichweite? Naja, Scheiße, gut, das sieht nach einer großkalibrigen Flak aus, die kann schon so 8 Kilometer weit schießen. Ich glaube, ich muss zurück. Na, scheiß drauf. Ich web noch hin. Zum Gegnern. Ja, so weit ist es nicht. Also rechts ist das Flugfeld. Ne? Ja, ich weiß. Ich stürze mich da jetzt eine Runde rein und dann, wenn ich es überlebe, fliege ich zurück. Oh, wow, wow. Sie kommen. Ja, ich bin ja auch eine ziemliche Fackel. Und jetzt geht's. Die Buffalo ist British. Ja, das Problem... Ach, scheiße, ich kann auch nicht mehr ordentlich lenken. Das... Nee, das kannst du vergessen. Oh, Mann, ey, ich hätte mich nicht mit der Flak anlegen sollen. Ich bin schon raus. Es hat sich richtig orientiert. Wie die Flak immer noch auf mich schießt. So, First Blood. Ja, ich glaube, das First Blood haben wir schon hinter uns. Decker sollte man nie mit einem Doppeldecker turnen. Nein. Boah, Alter. Okay, mir geht's gut. Geht's dem noch gut? Ja, ihr habt euch ja nicht berührt, glaube ich. Also, bei mir, mich hat's ganz schön weggehauen. Ja. Okay. Das hat mich doch etwas aus der Spur gehauen. War doch gar nicht nötig, dass du jetzt direkt aussteigst. Schnell nochmal. Ja, bitte, sonst wäre es ein bisschen kurz, ne? Go for it. Oh, ich habe gar keine Decals drauf. Naja. Ja, die Runde hat sich richtig rentiert für mich. Also, boah. Also, ich fliege jetzt nicht nochmal auf den Bunker. Nee, ich glaube. Also, ich weiß nicht, vielleicht sind die Raketen heim. Ich glaube, so viel an der Leistung ändern die gar nicht. Schwer werden die nicht sein. Aber schon 33 km/h Höchstgeschwindigkeit weniger. Hm. Ah, ist mir egal. Ich nehme sie trotzdem mit. Hast du Luftzielmuni drin? Ja. Aber auch die Standardmuni ist eigentlich schon adäquat. Weiß ich, bei den Deutschen merkt man das irgendwie immer deutlicher. Die Luftzielmuni schreddert alles weg aus den 20ern. Bei den Russen habe ich immer so das Gefühl, so, nee. Die russischen 20er sind laut Community-Statistik zweitschlechteste 20er. Ja. War lange Zeit nicht so, aber mittlerweile kann ich es auch unterschreiben. Also so ein 20er-Minengeschoss der Deutschen macht wesentlich mehr Bumm. Scheiße, wo mache ich denn das nochmal? Da. Sag mal was. Abwehr hat Rauch an. Sag mal was. Sag nochmal was. Ich sag nochmal was. Oh, ich hab dich jetzt mal ein bisschen höher gedreht im ETS. Ja, ich hoffe, ich schrei da den Zuschauern jetzt nicht die Ohren weg. Naja, wenn nicht. What's up? Wenn doch, dann ist es für eine Folge. Ist es so. Boah, das hat ja schon fast Romantisches. Ja, es ist ein schönes Feeling hier. Komm an meine Seite. Alles klar.
Das hätte eigentlich ein geiles Thumbnail geben können. Welches? Mit der Rakete. Achso. Hier hält sie mehr aus von der Temperatur. Mhm. Für überhaupt. Holland. Boah, ich glaube, ich bleib unter der Wolkendecke. Ja, das ist nicht so geil. Ah, der Motor überhitzt aber so schnell, wenn du runterfliegst. Ah, warte mal, komm. Wir tun jetzt mal so, als wäre das hier irgendwie ein Meer unter uns. Mir ist schon klar, dass dein Motor absäuft. Motorausfall, Vergaserversagen. Mach das ein paar Mal und dein Motor fällt wirklich komplett aus. Schnauze da vorne. Ich glaube, das war ganz schön knapp. Also ich schätze mal, wenn mein Pilot die Hand rausgestreckt hätte, also so knapp über den Flügel, wäre die Hand weg gewesen. Fahren wir mal nach links rüber. Hier sind sie wieder so derbe Off-Center. Ja, ich versteh's. Diese Kisten, da albert man einfach mit rum, ne? Hm, tu was anderes, sind ja auch nicht zu gebrauchen. Corkscrew! Boah, krass, da ist mir der Motor abgesoffen dabei. Logischerweise hat er das vorhin nicht gemacht. Na, wobei, der war ein bisschen größer vorhin. So. Guck mal, da oben ist doch ein schönes Ziel für uns. Wir sind ein bisschen tief dafür. Der ist gar nicht so tief. Hoch. Hoch. Na gut, vielleicht ist er doch hoch. Jetzt mal so 4,5 wird er haben. Ja. Also mit Raketen vielleicht. Long Range Snipe, aber ich sehe ihn nicht mehr. Nee, ich gehe runter wieder, das macht keinen Sinn. Ich guck mal, dass ich mir eine von den Stukas hole. Das sind zwei Stück. Und eine 110. Eine hat's hinter sich, schade. Wenn wir Pech haben, ist das wieder so ein Match. Wir kommen an. Alles vorbei. 111 hat's auch. Na gut. Dann muss halt die 109 als MG-Futter herhalten. Diese 180er. Die I-180S, dieses Eventflugzeug. Das ist ziemlich mächtig. Hm. Also wenn du weißt, wie du damit umgehen kannst. Oh, es fängt gerade an zu regnen, merke ich. Juhu! Oh Leute, ey. Geil, ist keiner mehr da. Doch, du hast noch eine 109. Aber. Ist leider ein bisschen zu schnell für uns. Also doch wieder Bodenziele schreddern. Jo, na immerhin ist mal einer von uns gestorben. Der war meint. Alter, was ist das für ein gegnerisches Lappenteam? Ja, das Problem ist halt, wenn die Deutschen Rasen wehen, da haben sie gegen die Russen on deck quasi keine Chance. Guck mal, ob ich so einen mittleren Panzer von oben krieg. Mit was? Mit Raketen? Raketen. Boah, da liegen aber so dunkel. Über uns ist ein Italiener. Ja, schön für ihn. Da kommt der 109 über dir? Ja. Vorbei, aber nur knapp. Die sind ja auch schon tot. Wird beschossen von irgendwas. Hab die 109 getroffen. Ich hab die nicht hier gesehen. Ich hab mich gerade extra umgeguckt, aber. Hab ihn! Ah. Oh, da kommt noch 117 auf uns zu.
Aber ich versuche mir noch mal kurz an den Panzer. Okay, mit den Raketen kann ich nicht umgehen von der Schüssel. Wo kommt was? Irgendwo da, wo ich jetzt hinfliege, kommt eine Do 217. Geier, wie sich gleich alle draufstürzen wahrscheinlich. Ich kühl mal kurz meinen Motor runter. Na, vielleicht kriege ich die Stucke noch. Viel Glück. Muss nur schneller sein als die anderen. Gesehen, ob die 111 gestorben ist? Ja, schon lange. Brennt. Ah, komm, nee, die 217, die ist geiler. Ja, wenn du mit dir einen Head-on machst, bist du Toast, ne? Ja. Treffer. Worth it. Echt jetzt? Was passiert? Nur Sparks? Das ist ja wohl ein Witz. Oh, nein, immerhin hat es Tarnung. Wer? Der Volk 952. Mich rot aus. Und wenn ich auf ihn zoome, ist er schwarz. Ja. Warum jetzt irgendwie noch ein Gegnerchen? Also das ist ein Bomber, was noch lebt. Ja, aber die 111 ist vorhin gestorben. Außer es gibt noch eine 111. Hast du noch blinde? Ich habe noch drei blinde Jagd, aber... Ich bin ja nicht mehr im Match. Hast du noch mehr? Wie machen das? Wir machen das. Du musst auf die Statistik, da hast du Einsatzbefehle. Moment, ich muss mal kurz das probieren. Wenn ich über ein Wasser fliege und ins Wasser schieße, kann ich da meinen Motor kühlen? Nein. Was war das? Oh, ich sehe gerade, das hier ist die Panzer-Map. Aber was war das? Ich wollte meinen Motor kühlen. Flakkörper machen. Scheiße. Ja, irgendwie war das jetzt nicht so berühmt. Ja, gibt auch mal nicht so berühmt. Next time wird's besser. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis dann. Tschüssi. Tschüss.